EZ4 ist eine konventionelle Leit- und Zugspindeldrehmaschine. Diese gibt es in zwei Varianten, als Getriebe und einmal als Vario-Maschine. Was beim Drehen sehr angenehm ist, ist der mitlaufende Späneschutz, der direkt die Digitalanzeige integriert hat. Der maximale Drehdurchmesser über dem Bett beträgt 400 mm und über dem Planschlitten 245 mm. Die maximale Spitzenweite der Maschine beträgt 800 mm. Bei der TZ4V steht das V für Vario-Antrieb, das heißt eine frequenzumrichtergesteuerte Hauptspindel. Diese ist stufenlos regelbar in zwei Getriebestufen. Eine Besonderheit der frequenzumrichtergesteuerten Maschinen ist, dass wir hier nur mit Siemens zusammenarbeiten. Die Frequenzumrichter speisen auch die zurückgewonnene Bremsenergie ins Netz zurück. Die TZ4 als Getriebevariante hat deutlich mehr Drehmoment als die Vario-Variante. Man muss allerdings für jede einzelne Drehzahl eine Getriebestufe wählen. Die TZ4 hat ein 16-fach gestuftes Stahlgetriebe, dazu noch einen prolumschaltbaren Motor, mit dem per Knopfdruck die Hauptspindeldrehzahl verdoppelt werden kann. Das Messsystem der Maschine sind keine herkömmlichen Glasmaßstäbe, sondern voll vergossene Fiberglasstäbe. Diese sind gegen Verschmutzung extrem unempfindlich. Die TZ4 ist die passende Drehmaschine für die klassische Drehanwendung, ob im industriellen Bereich oder auch im kleineren Handwerksbetrieb.